Hallo und herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunft Experten-Talk. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema mit einem noch spannenderen Gast mit dabei. Und zwar sprechen wir heute über Business-Modelle, Geschäftsmodelle, aber insbesondere über Geschäftsmodelle für, in Österreich heißen sie EPUs, Ein-Personen-Unternehmen, Solo-Unternehmer, Solopreneure. Und das sind am Schluss einfach Leute, die allein arbeiten und sich aber unterscheiden von Selbstständigen und unterscheiden von Freiberuflern und aber auch nicht angestellt sind. Also wir sind da in einem neuen Feld drinnen, das so neu vielleicht gar nicht ist. Und einer, der da absolute Experte ist und auch Trainings und Coachings darin gibt, mehrere Bücher dazu veröffentlicht hat, den habe ich heute zu Gast. Ich grüße dich, mein lieber Ehrenfried. Ich grüße dich, Andreas. Schön, dass ich dabei bin. Du hast das war das erste Buch von eben Brigitte und Ehrenfried Konter-Kronberg, das ihr gehabt habt. Und da ist es eben um diese smarten Business-Konzepte gegangen, die sich komplett unterscheiden von denen, weil du hast da ein fünfstufiges System gehabt und hast da drin beschrieben, welche Möglichkeiten es denn gibt, überhaupt im Geschäft zu landen. Und hast da in der Mitte drinnen, da wo alle Vorteile stehen, da hast du dein eigenes Smart Business Konzept reingepackt. Wie kommst du darauf, überhaupt dich mit dem Thema zu befassen? Das ist den Schritt davor nämlich. Wie kommt man an so ein System überhaupt ran? Ja. Weil du kommst ja, was ich weiß, über die Social Schiene und Spenden sammeln und Social Entrepreneurship, sowas die Richtung auch, oder? Anders gesprochen. Sponsoring. Also Brigitte und ich, wir sind seit 20 Jahren selbstständig, um den ersten Begriff mal fallen zu lassen. Wir haben verschiedene Firmen gegründet, darunter zwei Online-Startups in Hamburg und haben ganz klassisch begonnen, erstmal Full-Service zu arbeiten, Projekte abzuarbeiten, Jobs zu machen. Ich habe auch als Freischaffender tätig gewesen, um den Begriff des Freischaffenden mal in die Runde zu werfen. Das heißt, wir haben wirklich die klassische Form, wie man alleine sich in Deutschland selbstständig gemacht, sind wir gegangen und haben alles selber ausprobiert. Sogenannte oder IHG. Ja, das kam später. Diesen Begriff, den würde ich am liebsten rausfräsen und wegwerfen. Weil ja, die haben wir ja damals dem Herrn Hartz zu verdanken, weil ist das aus der Richtung? Ja, schon. Und der Begriff ist sehr unglücklich, weil er eigentlich überhaupt nichts sagt. Bei uns war es so, dass wir in die Selbstständigkeit gegangen sind, wenig Mentoren hatten, unsere Firma aufgebaut haben, erst mal ganz klassisch gearbeitet haben, Projekt Full Service, haben mit vielen normalen Gründern zusammengearbeitet, haben viele Marketing-Dinge gemacht, haben auch soziale Organisationen beraten, wo wir auch heute noch unterwegs sind, Stiftungen beraten und anderes, und sind dann 1999 in Hamburg, Hamburg war die führende Stadt in Deutschland damals für Startups, als wir kommen. Also Berlin ist es heute, aber damals hatten wir in Hamburg definitiv das Bauwand. Und sind wir in der New Economy Hals über Kopf quasi hineingesprungen, haben unseren ersten Startup aufgebaut mit einem Team mit 12 Leuten und sind kurz vor der Dotcom-Crash sind wir online gewesen. Das war selten dämlich, muss man heute im Nachhinein sagen, schlechter Zeitpunkt. Und sind dann in diese ganze Thematik Online-Startups, digitale Geschäftsmodelle hineingerutscht, gewandert immer tiefer und haben die Frage gestellt, was ist da eigentlich los? Und die Dotcom-Krise hat ja in Deutschland 2000 Firmen weggeräumt und die Frage, das warum... Das war der große Care-Out, ja. Mhm. Das war das absolut. Und viele waren ja mit Geschäftsmodellen angetreten, wo sie gesagt haben, das ist neu, das ist klasse, das ist gut und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und auch wir haben unseren Startup analysiert, haben gesagt, wo haben wir eigentlich die Fehler gemacht? Also wo ist das Ding eingebrochen? Warum hat es nicht durchgetragen? Und wir haben all die Fehler gemacht, wo wir heute sagen, das würden wir nicht wieder tun, wo wir auch in der Begleitung sagen, wir haben
versucht sehr schnell zu sein. Wir haben versucht, den Code komplett selber zu programmieren. Wir haben viel Geld reingesteckt. Wir haben, um viel zu machen, Fremdkapital aufgenommen. Wir haben andere als Gesellschafter reingenommen, damit sie das Fremdkapital einbringen. Und am Schluss hatten wir sehr komplexe Investoren. Komplett das volle Programm, erste Finanzierungsrunde, zweite Finanzierungsrunde und. Alles super schnell gewesen und trotzdem stand es auf tönenden Füßen, weil das Geschäftsmodell nicht klar war, weil wir keinen Kurs hatten und weil, und das erzählt einem keiner am Anfang, die Uhr unheimlich schnell tickt, wenn man 12 Leute auf der Gehaltsliste hat. Das heißt, so schnell kann man gar nicht sein, wie dort die Gehälter weggehen. Das bedeutet, wenn ich einmal auf so eine Hochgeschwindigkeitsspur gehe, dann muss ich auch ein Geschäftsmodell haben, was super schnell anspringt oder Geldgeber, die ständig nachtanken. Da die Dotcom-Krise kam, gab es keine Geldgeber mehr, die nachtankten und deswegen ist unser erster Startup einfach sang- und klanglos dann vor die Wand gefahren, wie viele andere auch. Danach haben wir uns andere Dinge angesehen, haben uns umgeschaut. Wir hatten noch einen zweiten Startup, sind in anderen Bereichen noch unterwegs gewesen und haben aber immer mehr gemerkt, wir fühlen uns eigentlich in diesen Dingen nicht so wohl. Die Frage in unserer Person, wer sind wir eigentlich? Sind wir Freischaffende? Sind wir Selbstständige? Sind wir Startup-Kapitäne? Hat sich für uns heute so geklärt, dass wir gesagt haben, eigentlich sind wir eine Sonderklasse. Das, was Brigitte und ich gerne tun, ist alleine, um den Begriff von dir nochmal zu sagen, alleine in unserem Homeoffice zu arbeiten, Dinge aufzubauen, digital unterwegs zu sein. Und diese Klasse wird nirgendwo beschrieben. Das heißt, im Startup-Fieber kommt die nicht vor. Wenn man an einer IHK in Deutschland geht und sagt, ich möchte mich selbstständig machen, dann denken die über Handwerk nach und was weiß ich was alles. Die kennen dieses Feld gar nicht. Und als wir dann in den USA... Jetzt schon. Langsam jetzt. Als wir dann vor einigen Jahren auf englischen Websites zum ersten Mal den Begriff Solopreneur lasen, war es bei uns wie im Kopf, es war ein Klick, dass wir sagten, genau das sind wir, zu dieser Klasse gehören wir. Und wir haben dann angefangen, das in Deutschland eben bekannt zu machen, den Begriff rüberzubringen und zu sagen, was ist eigentlich das Besondere, wenn man ein Geschäftsmodell aufbaut, das nicht aus Jobs besteht? Und das ist die Frage, die du am Anfang gestellt hast, wo ist da eigentlich die Grenze zwischen einem Freischaffenden und einem Solopreneur? Der typische Freischaffende ist jemand, der jobbasiert. Also Freiberufler ist es dann. Ja. Freelancer, wie es ja, sind. Ganz klar. Ich nehme mal den Webdesigner, weil der Webdesigner ein schönes Beispiel ist. Der normale Webdesigner, der sich auch Freelancer nennen würde, kriegt einen Auftrag, er soll eine Webseite bauen, dann baut er die Webseite, danach schreibt er eine Rechnung, kriegt Geld, weil er einen Job gemacht hat. Und wenn er mit dem ersten Job fertig ist, hat er, wenn er gut ist, den nächsten Job, hat er vielleicht auch Jobs parallel, aber macht einen Job nach dem anderen. Deswegen ist er ein klassischer Freischaffender. Und er hat ein Problem, er kann nur eine bestimmte Volumen an Arbeit durchschaufeln, weil er muss schlafen und so weiter. Das heißt, er ist an seine Stunden gebunden, ein jobbasierter, stundenbasierter Arbeiter. Das ist vollkommen okay. Es gibt viele Geldtagen. Absolut. Was ja nicht schlimm ist. Also wir haben viele Jobs auch so in unserem Leben gemacht. So kann man sein Geld verdienen. Aber es ist das nicht das, was wir Solopreneurship nennen. Solopreneurship beginnt, wenn ich eine Struktur aufbaue, wenn ich selber Produkte erstelle und diese Produkte in einen Workflow bringe, der unternehmerisch strukturiert ist. Und da habt ihr drumherum eigene Modelle dann entwickelt? Wir hatten erstmal ganz viel interviewt. Das heißt, wir haben selber uns beobachtet, wir haben unsere Geschäftsmodelle umgestellt, wir haben bei anderen nachgefragt, die das getan haben. Wir haben in die amerikanischen Szenen reingeschaut, Szene um Timothy Ferris und wer dort alles unterwegs ist und haben angefangen zu sagen, was machen die eigentlich, was machen wir eigentlich, was ist der Unterschied zu dem, was die Startups tun. Und diese ganzen Muster haben wir nebeneinander gelegt. Der Auslöser war, dass uns diese amerikanischen How-to-Do-Bücher ein bisschen geärgert haben. Das heißt, die Amerikaner schreiben immer und sagen, ich hatte eine Idee, dann habe ich das gemacht und wenn du das Gleiche machst, dann bist du auch erfolgreich. Und wir haben gesagt, stopp mal, also wenn das so ist, dann müsste ich wie Timothy Ferris eine Namensergänzung machen und das wäre dann der Weg ins Unternehmertum. Oder wenn ich irgendeinen anderen Amerikaner lese, dann sagt er, schreib zuerst ein Buch, dann bist du bekannt, dann müsste ich ein Buch schreiben. Oder der Nächste sagt, mach ein Service-Modell, also irgendein Web-Service, skaliere ihn. Das heißt, diese How-to-Do-Bücher schicken einen immer nur in eine einzige Richtung. Und das hat uns geärgert. Wir haben gesagt, es gibt doch Muster. Und daraus ist eine Typologie entstanden, die nennen wir die 5 Solopreneur-Typen, wo wir sagen, auf diesen 5 großen Trassen bewegen sich eigentlich diese Solopreneur-Entrepreneure
und sind auch dann sehr erfolgreich.